ihr wissen wollt, was wir jetzt machen, beziehungsweise vielleicht habt ihr es sogar schon im Thumbnail gesehen. Ich muss einmal überlegen, was ich da für ein Thumbnail mache. Wir holen jetzt was ab und wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann bleibt einfach dran. Also bis gleich. Wir sind jetzt durch Pfaffenhofen gerade durchgefahren. Wir haben jetzt noch 27 Kilometer vor uns. Das ist bei, ist das Neuburg an der Donau, glaube ich, oder? In der Nähe von Ingolstadt. Was? Bei Ingolstadt, oder? Ingolstadt? Mhm. Irgendwo Ingolstadt, Neuburg an der Donau, da wo wir hinfahren in die Gegend. Sind ist nicht weit von mir, so 60 Kilometer zum Fahren oder so. Und da hole ich einen Heuwender ab. Den habe ich in eBay Kleinanzeigen gefunden, ist ein Fahr KH20 und das ist aber keiner zum Ziehen, sondern einer für die Dreipunkthydraulik hinten zum Festmachen, also ein schickes Teil, wie ich finde, schönes Teil, gefällt mir gut. Mit dem Preis sind wir uns einig geworden, ist ein bisschen teuer drin gestanden und ja, jetzt schauen wir mal an. Zapfwelle ist auf jeden Fall, beziehungsweise ich sage mal Zapfwelle, ist eigentlich eine Gelenkwelle. Gelenkwelle ist ja dabei, eine niegelnagelneue angeblich. So steht es zumindest in der Annonce drin. Ah, hier sieht man jetzt links schon die ganzen Hopfenfelder. Der Hopfen wächst also auch schon. Also wir sind Hopfenanbaugebiet. Immer noch. Oder scheinbar. Er ist ein riesengroßes Hopfenanbaugebiet auch. Das sind ja Kurven hier. Serpentinen. Eieieiei. Das ist so eine Strecke, wo sich Motorradfahrer dann wahrscheinlich zerrennen. Ei, nur Kurven, Kurven, Kurven und bergab. Da hinten geht es dann wieder weiter, jetzt wenn man dahinter schaut, mit den Hopfen, da ist wieder der ganze Hopfen, jetzt wenn wir aus dem Wald rauskommen. Ja. Der ist schon ein bisschen höher gewachsen, der Hopfen hier. Ja, schöne Gegend. So, jetzt haben wir noch 14 Kilometer vor uns. Ja, warum ein Fahr KH20 und nach kein... Nach 500 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Die muss immer dazwischen quatschen. Warum kein Fahr KH4, sondern ein 20er oder kein 40er oder so? Also ich wollte dann 2er wieder haben. Ein 2-Rad oder wie sagt man, 2 nach Kreisel. 200 Metern. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Ja, hier sind überall Kreisverkehre, schlimm. Nee, also ich wollte einfach einen Zweier haben, einen Zweikreisel haben. Statt einen Vierkreisel, einfach weil bei mir ja die Fläche nicht so groß ist. Und was wächst denn hier? Das ist der grüne Spargel. Das ist der grüne Spargel. Der treibt aber schon ganz schön aus hier. Ne? Der blüht schon, ich glaube, den haben's, den holen sie nicht mehr. Meinst du? Mhm. Aber vielleicht kann man trotzdem neues, jetzt ich weiß nicht. Die Ausfahrt nehmen. Aber ich glaube, das, was du ja, wenn du Spargel erntest, die kennen wir jetzt darin aus, ist ja von oben. Das ist ja das Ende, oder? Ja, die Kuppel, aber der hat schon ausgetrieben. Ja. Na, keine Ahnung. Jetzt fahren wir wieder durch den Wald. Ja, nee, wenn die Fläche einfach ein bisschen kleiner ist wie bei mir, da lohnt sich einfach der Vierer nicht. Und ich mag das kleinere, kompakte, dann hätte ich nämlich auch den Vorteil, dass ich ihn mal mit dem Janmar wieder nutzen kann. Theoretisch könnte ich zwar den Vierer auch mit dem Janmar nutzen oder den 40er oder den Vierkreisel halt, aber ja, der gelangt es für mich. Und warum jetzt kein Bandrechen? Also aktuell steht nichts in der Zeitung drin, Bandrechen oder in eBay Kleinanzeigen, gibt es aktuell kein. Da wird Rollrasen gemacht. Rollrasen machen es da. Hm? Eieiei. Was es hier gibt in der Gegend. Nee, das ist
der Bandrechen, der mag schön und gut sein für Hänge und so weiter. Ich glaube, das habt ihr mir auch geschrieben. Für Hanglagen und so weiter ist der Bandrechen optimal. Aber mir ist jetzt ehrlich gesagt auch zu teuer. Da müsste ich jetzt so viel Geld investieren für einen Scheiden. Diese billigen, diese von Polen, ist mir ja abgeraten worden. Also werde ich mir die jetzt nicht kaufen. Oder von China oder Polen oder wo sie auch immer herkommen. Und ja, dann bleibt ja bloß noch eine Handvoll übrig. Und das zahlt man einfach und die sind halt total teuer. Und da habe ich jetzt einfach keine Lust drauf gehabt und von dem her passt es jetzt halt vom Preis her. Das sind halt überall so kleine Bauernhöfe, ja. Ja, schöne Gegend. Da gibt es Spargel zum Kaufen. Da gibt es dann noch, jetzt fahren wir wieder in den Wald rein. Da ist das Spargel auch schon ausgetrieben. Mhm. Noch 400 Meter, jetzt müsste man gleich da sein. Links oder rechts, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, links war das, oder? Rechts, da sind ungerade Zahlen. Nach 200 Metern erreichen Sie Ihr Ziel. Das Ziel befindet sich links. Links? wenn man das in YouTube weiß, wir machen uns ja kleine Landwirtschaft. Ja, wir machen gut. Und wir haben dann. Wir machen so kleine Maus wie alt. Drei. Drei, ja, heute ist die Unter. Wir sind immer bei der Mami groß. Oh. Ist die auch so scheiße? Na, gar nicht. Schau mal, was der Papa kriegt. Ja, doch, das passt schon drauf. Jetzt müssen wir nur wieder festbinden, Kinder. Und die Gurte, da war ich alles dabei, ja. Bauchweh hast du? Ja, auch Hunger. Du hast Hunger. Hunger. Gut. Heuwende aufgeladen. Jetzt fahren wir ein paar Kilometer. Dann kontrollieren wir nochmal. Jetzt kommt der LKW auch noch. Was zu noch einmal? Jetzt fahren wir ein paar Kilometer, ich habe jetzt mehrmals gesichert mit Gurte. Das darf jetzt schon so weit passen. Jetzt fahren wir ein paar Kilometer, dann kontrollieren wir mal das Fenster Ganze. Fenster bitte zu. Fenster zu. So. Die nächsten 1,5 Kilometer der Streckenführung. Gut. Schauen wir mal, ob das bei mir genauso klappt wie bei ihm. Hier ist er dann rein. Kannst du dich mal hier herstellen, Verena, dann mit, von mir aus mit Kamera. Dann fädel ich mal ein, lass sie mich erstechen. So, dann hältst du mir mal so und dann schauen wir mal, dass wir es hier
ausbalancieren ungefähr. Ja. Hat jetzt echt super geklappt vom Heimfahren her. Der war mit drei Gurten, habe ich ihn rumgewickelt, habe ihn einmal vorn festgemacht, einmal hinten. Das ist praktisch, den kann man so schieben. Hier vorne, schau mal her, Verena. Ist gut. Wir haben hier so eine kleine Rolle hingespeist. Gefällt mir. Damit kann man schön schieben. So ist er echt top Zustand. Der ist, wo hat er denn schon fast keine, also ich meine ein bisschen Farbabplatzer oder so und hier vielleicht leicht Rost. Aber ansonsten Original-Lack, hier natürlich, man sieht immer, er ist schön gefettet worden, aber sonst echt top Zustand. Das ist super. Ja, hier muss ich halt die noch einschrauben, da haben wir die gelöst. Die haben wir gelöst, jetzt stößt es an in der Mitte. Hier unten reibt es ein bisschen. Ja, aber so funktioniert alles. So, was kann man jetzt hier einstellen? Also hier haben wir eine für 3 Punkt. Also ich kenne mich ja selbst nicht aus mit dem Teil. Ich muss mich da erst einmal befassen. Wenn einer von euch eine Anleitung hat, schreibt es mich gerne an. Das KH20D. Ne, echt super. Alles nur original. Wenige Kratzer drauf, Originalfarbe. Ist echt immer trocken gestanden, das Teil. Ich weiß gar nicht, für was der Hebel hier ist. Was man hier damit machen kann. Alles immer schön geschmiert. Hier ist auch was zum Einstellen. Hier stellt man den... Da hat er was hingeschweißt. Also hier ist nicht original. Bis hierhin ist scheinbar original. Und da hat er das Ganze noch erweitert wohl. Für was, weiß ich noch nicht. Ja, also ich kann es jetzt noch nicht sagen. Ich mache jetzt auch heute nicht mehr weiter. Ich räume jetzt nur noch einen Anhänger schnell auf. Und dann mache ich Feierabend für heute. Bin jetzt halt wirklich, wie lange sind wir gefahren? Ja, 3 Stunden ungefähr Auto gefahren. 1 Stunde, ja, 3 Stunden waren wir weg. 1 Stunde Hinfahrt. 1 Stunde waren wir dort beim Aufladen beschäftigt. 1 Stunde Heimfahrt. Ja, für heute habe ich die Schnauze voll. Keine Lust mehr. Machen wir morgen weiter. Also, bis morgen. So, neuer Tag. Dann schauen wir weiter bei dem Kreiselheuer, Heubänder. Ich habe ja zum Transport die Zinken ein bisschen weg, also die Zinken, die Arme gelockert, dass man es einklappen kann, weil es sonst über den Anhänger hinausgeschaut haben. Weil wir haben ja die, ihr habt ja gesehen, wie wir es draufgestellt haben. Und da haben ja diese... die Zinken dann ziemlich weit in die Fahrbahn reingeschaut. Und Pfaffenhofen ist eine enge Stadt, da wo wir durchgefahren sind. Viel Kreisverkehre. Und ja, dass nichts passiert, haben wir es halt eingeklappt. Jetzt schrauben wir das Ganze wieder fest. Die Schrauben habe ich.
Sehr schön, wie er sich dreht. Ich glaube, ein bisschen Fett schadet nichts. Sehr schön. So, was ist eigentlich die Strebe hier? Was macht diese Strebe? Hat die irgendeine Bedeutung? Ist hier ein Getriebe mit Öl? Werden wir wahrscheinlich wechseln müssen. Es schaut so aus, als ist hier irgendwo, kommt hier irgendwo das Öl raus. Das kann jetzt auch Fett sein, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich würde mal vermuten, hier ist eine Ölschraube. Hier ist eine Ölablassschraube, dass hier Öl reinkommt. Das wird wahrscheinlich das Getriebe sein. Hier ist ein Schmiernippel, sehe ich gerade. Wahrscheinlich auf der anderen Seite ebenso. Ist da auch einer? Da ist hier einer, oder? Wie man da hinkommt, naja gut. Aber hier ist zumindest einer. Und hier müssen wir schauen. Ist das dann die Schraube oben? Dass wir hier das ganze Blech vielleicht wegtun, um hier Öl wechseln zu können? Ja, wie schon gesagt, das ist dann eine Sache der Anleitung, auch was da für ein Öl reinkommt. Ich bin grundsätzlich einer, ich kaufe mal jede Anleitung. Oder vielleicht könnt eben ihr mir helfen und jemand hat die Anleitung. Ja, muss mal schauen. Ja, mit der Einstellung hier, was das hier ist, habe ich mich auch erkundigt. Feldrandräumen kann man dann damit. Das ist jetzt sozusagen hier die Einstellung fürs Feldrandräumen. Hier ist dann gerade, hier ist die Fahrtrichtung. Und von hinten ist er dann leicht schräg gestellt. Da steht er nämlich so da. Hier fahre ich. Und dann kann ich auf der Seite alles wegräumen. Was hier liegt, ist schwarz. Und dann haut er das nach schräg außen raus. Warum die hier noch was dran geschweißt haben für ein drittes Loch, das erschließt sich jetzt mir nicht. Macht für mich jetzt keinen Sinn. Vielleicht schneide ich es auch wieder weg, um den Originalzustand herzustellen. Gut, aber das probiere ich erst, machen wir erst dann beim nächsten Mal heulen. Wenn es soweit ist, da probiere ich das erst aus. Ja, Reifen haben Luft, Getriebe können wir später mal machen. Jetzt muss ich erst einmal hier einkaufen. Ich brauche hier Cut 2 Kugeln. Hier auch von Cut 1 auf Cut 2. Hier ist Cut 1. Da brauche ich eine Cut 2 Kugel. Muss mal schauen, was ich noch alles da habe. So, der sollte passen. Na, geh rein. Ja. Der ist wohl auch Cut 2. Das sind solche Adapterkugeln, die sind hier breiter. Innen Cut 1, außen Cut 2. Aber da habe ich nicht so viele, das sind die einzigsten zwei. Die nehmen wir jetzt mit und dann bauen wir es an. Und für den Oberlenker habe ich auch noch was gefunden. Da gibt es ja, die hier ist die Cut 2, die Hülse, Kugel. Und dann gibt es so eine Hülse, so eine Adapterhülse von Cut 1 auf Cut 2. Also auch sowas gibt es hier. So eine Hülse hier. Schaue ich mal, ob die hier passt. Auch nicht. So. So als ein bisschen viel Spiel und anders passt es nicht. Ja gut.
Aber hier komme ich rüber. Also das passt problemlos. Da brauche ich bloß eine Cut 1, 2 Kugel hier auch. Ohne dann anderen Bolzen. Der bringt mir hier gar nichts. Beziehungsweise nein, die Kugel habe ich ja. Einen anderen Bolzen muss ich mal reintun. Einer, der besser passt. Vielleicht ist der auch gar nicht original. Wer weiß. So, da hinten rein. So, dann heben wir es doch mal an. Fahren wir mal rüber und probieren es mal aus. Den Fuß muss ich noch wegtun. Wie ist der drin? Ah, okay. Das ist hier übrigens die Gelenkwelle dazu. Die ist jetzt nicht neu wie in der wie drin gestanden. Der Schutz ist neu. Die Gelenkwelle ist gebraucht. Wenn man hier so reinschaut und man nackelt hier ein bisschen oder wackelt, dann erkennt man, dass leicht ausgeschlagen ist. Hier, es geht zwar jetzt noch, gehört aber definitiv mal gemacht. Ja, funktioniert super. Jetzt muss ich mich noch schlau machen, dann, wie das mit der Einstellung funktioniert. Ob das nur über den Oberlenker geht oder über die Heckhydraulik. Aber arbeitet wunderbar. So soll es sein. Also das mit dem Fuß ist echt eine Verbesserung. Zumindest kann ich es jetzt schieben. Passt jetzt bloß nicht rein. Werde ich später vielleicht noch ein bisschen umräumen. Das heißt vielleicht die Presse woanders hin. Dann kann ich einen Heuwender da reinfahren. Dann ist alles trocken. Also, das war's wieder für diesen Teil. Seid gespannt, wenn ich es ausprobiere. Ich bin es auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf. Ich denke, ich habe einen guten Kauf gemacht. Macht zumindest einen guten Eindruck her. Was meint ihr? Denkt ihr, das ist in Ordnung? Ich verrate euch jetzt noch was. 300 Euro habe ich bezahlt, das war der Preis. Findet ihr, der Preis war gerechtfertigt, inklusive Gelenkwelle von Walterscheid? In dem Zustand? Und wenn mir jemand eben helfen kann bezüglich Ölwechsel vom Getriebe, Anleitung, bitte alles in die Kommentare bzw. meine E-Mail-Adresse, die ich euch nochmal einblende. Ja. Dann bedanke ich mich, wünsche euch alles Gute, schönen Sonntag noch, bis dann, ciao.